Hallo, ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal ein Video gemacht zum Überwachen von Webseiten auf Änderungen. Und URL Watch ist so ein Tool, das ich eben bei mir betreiben kann, wo ich praktisch selber der Herr der Daten bin. Und wie man das so installieren kann und bedienen kann, das steht natürlich hier in diesem Read the Docs zu URL Watch. Aber es gab ein paar Fallstricke bei der Installation, auf die ich jetzt hier eingehen möchte. Als erstes installieren wir eben das Programm sudo pip install urlwatch. Das habe ich natürlich bei mir schon lange gemacht, deswegen muss der jetzt nichts herunterladen und es geht auch recht schnell. Und als nächstes müssen wir eben die Config ändern. Und dann sagt er mir schon mal gleich, ich komme nicht rein. Also man muss einen Editor setzen. Und das Ganze geht eben so mit Export Editor ist gleich. Und jetzt eben sowas wie User bin Nano oder wie in meinem persönlichen Fall Vim. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich URL Watch minus minus edit minus config auch aufrufen. Ich habe hier in der Konfiguration schon mal was vorbereitet. Im Endeffekt muss man jetzt hier unter E-Mail, also unter Report E-Mail, wenn man es per E-Mail haben möchte. Man kann es sich natürlich auch per Discord und allen möglichen anderen Diensten schicken lassen. Wir machen jetzt einfach mal das Beispiel E-Mail. Ich habe mir dazu eine E-Mail-Adresse bei Gmail angelegt, weil man da in der Regel ohne Handynummer noch E-Mail-Adressen bekommt. Was man allerdings beachten muss, ist, dass hier noch das Passwort fehlt. Das muss man noch hinzufügen. Und zwar insecure Passwort Doppelpunkt und dann eben Passwort. Das sollte man normalerweise eigentlich nicht machen, aber für die normale Installation würde man das in einem Keyring hinterlegen. Dann wäre das Ganze gekapselt und würde nicht im Klartext irgendwo rumstehen. Das Problem ist nur, danach funktionieren die Cronjobs nicht. Und ich möchte ja, dass das dann einmal am Tag oder einmal in der Woche oder wie auch immer automatisch läuft und ich mir keinen Kopf machen muss. Und das geht eben nur, wenn ich das Passwort hier im Klartext hinterlege. Deswegen sollte dieser E-Mail-Account einzig und allein den Zweck haben, diesen Dienst auszuführen und sonst keine Daten enthalten. Also gut, soweit klar. Da tragt er eben alles ein. Ich lasse es hier an mich selber senden. Das müsst ihr selber wissen, wie ihr es macht. Ich habe das jetzt testweise eben mit demselben E-Mail-Account gemacht. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, sich das dann an seine normale Adresse weiterleiten zu lassen. Okay, also im Endeffekt, ich brauche hier From, ich brauche, wie heißt der SMTP-Dienst, welches ist der Port, wie heißen User und Passwort und dann eben, an wen soll es gehen. Der Rest musste, glaube ich, nicht geändert werden. Gut, als nächstes brauche ich URL Watch minus edit. Jetzt komme ich in dieses Konfigurationsfile. Ich habe da echt mal alles erstmal auskommentiert, indem ich hier vorne solche Doppelkreuze reingemacht habe, weil ich ja einfach mal gucken wollte, läuft das Programm überhaupt? Und alles, was ich jetzt also noch aktiv habe, ist, ich habe einen Namen vergeben, ich habe eine URL genommen, die sich häufig ändert für meine Tests. Wenn es dann läuft, dann kann man ja auf die echten gehen. Und dann kann ich hier verschiedene Filter drauf anwenden, zum Beispiel HTML to Text, dass also diese Webseiten so ein bisschen umgewandelt wird und ich besseren Klartext kriege. Ich kann darin Grab machen, dass da gewisse Sachen einfach nur gesucht werden und so weiter. Dazu kommen wir gleich noch. Aber zum Testen einfach mal hier nur eine URL und von mir aus den HTML to Text aktiviert lassen und den Rest alles auskommentieren. Gut.
Was waren noch weitere Fallstricke? In meinem Gmail-Account habe ich gleich mal Warnungen gekriegt, dass hier eine unsichere App auf meinen Account zugreifen will. Und faktisch muss ich den Zugriff durch weniger sichere Apps zulassen. Nur dann funktioniert das. Ein weiterer Grund, warum ich diesen Account für nichts anderes verwenden sollte als für URL Watch. Und diesen Punkt findet ihr eigentlich jetzt hier unter den Einstellungen in Sicherheit. Und da kann man dann den Zugriff eben erlauben. Das kann ich euch mal zeigen, wie da die Fehlermeldung war. Genau, da kam diese Fehlermeldung, Passwort not accepted und so weiter. Und es lag einfach daran. So, wenn ich dann URL Watch konfiguriert habe, dann könnte ich es jetzt einfach ausführen und dann würde eben diese E-Mail erzeugt. Aber ich will es ja, ich möchte ja noch das automatisieren. Das könnte man zum Beispiel mit Systemd machen. Und dazu mache ich jetzt als erstes noch einen sudo update db. Weil ich ja wissen möchte, wo wurde das Programm hin installiert. Und da, wenn ich das jetzt aktualisiert habe, dann kann ich mit locate URL watch schauen, wo es ist. Und dann finde ich heraus, dass es unter User Local Bin URL Watch ist. Das brauche ich, weil ich muss mir zwei Dateien anlegen, einmal einen Service und einmal einen Timer. Ich habe das dann hier unter etc systemd gemacht. Etc systemd. Ich rufe das jetzt nur auf. Editieren muss ich das ja gar nicht. URL watch.service. System vergessen. Und da lege ich einen kleinen Service an, die kriegt einfach nur einen Namen und der Service selber braucht dann den Nutzer, die Gruppe. Ah, das braucht er nicht mehr, das war ein Test. Und dann braucht er eben diesen exec-start, also sollte ich es doch mit sudo vi aufrufen, das braucht man nicht, so schaut es aus. Und dann gibt es da noch den Timer dazu. Und der braucht eben auch eine Beschreibung. Dann, wie lang soll er nach dem Starten warten? Ich habe jetzt mal für den Test 10 Minuten gemacht. Ich möchte ja, dass das jetzt für einen Test läuft. Und dann, in welchem Abstand soll er dann immer durchlaufen? Habe ich jetzt auch 10 Minuten gemacht. Das ist natürlich total übertrieben für viele Fälle. Da würde täglich oder so reichen. Dann sage ich eben was, eben diese Service-Datei, die ich gerade gezeigt habe und hier noch einen Wanted bei. Auch die Überschriften hier in den eckigen Klammern sind wichtig, die nicht weglassen bitte. Ich tue es aber in die Videobeschreibung rein. Und wenn das gelaufen ist, dann brauche ich das jetzt einfach nur noch aktivieren mit sudo systemctl. Start URL Watch.timer. Ja. Und dann brauche ich noch einen Enable URL Watch.timer. Und wenn der dann aktiviert ist, dann sollte der durchlaufen. Ja, URL Watch hat unheimlich viele Möglichkeiten. Da könnte ich jetzt stundenlang weitererzählen. Das würde es übertreiben, wäre übertrieben. Aber im Endeffekt kann ich alle möglichen Filter anwenden. Zum Beispiel kann ich sagen, geh auf so eine Klasse. Was ist so eine Klasse? Dazu habe ich mir jetzt mal hier so eine Bitcoin-Seite ausgesucht, ne? Und wenn ich jetzt hier mal sowas markiere, dann kann ich doch so
Inspect Element beziehungsweise auf Deutsch untersuchen ausführen. Dann öffnet sich hier unten dieser Bereich und dann sehe ich, kann ich jetzt hier eben gucken, was ist denn gerade aktiviert. So, das schaut doch schon mal gut aus, dieses Diff. Huch, da bin ich nicht zu weit. Und jetzt kann ich eben mal gucken, wie dieses Diff so genau ausschaut. Und das hat hier eben so Klassenbezeichnungen. Das heißt, diese Bezeichnung, die hier drin steht, die kann ich, also dieses SC-1, das kann ich eben dann hier als Filter anwenden, was dazu führt, dass eben, wenn sich auf dem Rest der Seite was ändert, das überhaupt keine Rolle spielt, sondern dass eben nur hier geguckt wird, wo sich was ändert. Und dadurch habe ich dann eben auch wieder den Vorteil, dass ich sehr zielgenau schauen kann, was auf dieser Seite passiert ist. Und ich dann nicht unnötige Mails bekomme, weil nichts passiert ist. Okay, ich hoffe, das hilft euch. Macht's gut. Ciao, ciao.